Schönen guten Morgen, Leute. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma JP Performance GmbH. Das ist der Anfang von einer Videoreihe wieder, die sehr lange gehen wird. Also wir haben sehr, sehr viel geplant. Und zwar diese andere Firma und wir, die eine ganz besondere Beziehung haben, ganz besonderes Verhältnis haben, was sehr freundschaftlich ist, was auch was ich gestern Abend schon gemerkt habe, weil wir sind gestern Abend schon angereist für dieses erste Video. Ihr werdet tierisch viel Spaß dran haben. Ich bin unfassbar stolz und auch das erste Video haut schon so dermaßen rein. Also wirklich, hier werden Türen geöffnet und Sachen ermöglicht, die habe ich mir niemals, wirklich niemals vorstellen können, dass das geht. Oder? Ja. Also technisch unmöglich, dass man in die Nähe kommen darf von dem. Wir waren schon mal in der Nähe von dem Auto, aber heute werden wir uns das ganz, ganz, ganz genau angucken. Also bis ins kleinste Detail und dann werde ich es fahren. Und ihr kommt mit. Los geht's. Ich habe immer nicht gesagt, worum es geht eigentlich. Nee, aber jetzt ist aber es im Titel, ich habe mir überlegt, dass wir es wirklich in diesem Titel nicht, es steht nicht im Titel. Aber es steht da groß an der Wand, also zumindest mal ein Teil davon. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, dass man, was schreiben wir in den Titel rein? Dass das nicht sofort in die Fresse haut. Aber macht es nicht Sinn, dass es sofort in die Fresse haut? Okay, dann habt ihr schon verstanden. Wir gucken uns heute 956 an. Aber daran merkt ihr, mir geht es ja darum, euch Spaß zu machen. Ne? Mir macht es tierisch Spaß, aber ich will diese Freude, die ich habe, ne? Die will ich euch ja auch geben. Mhm. Sonst könnte man ja auch, schönen guten Tag, meine Damen und Herren, heute werden wir uns den 956 Porsche angucken. Weißt du, das habe ich Jahre gemacht im Fernsehen. Das ist echt, also. Das Logo ist echt immer wieder geil, so, ne? Es ist einfach. Es wird auch nicht schlechter. Diese Pause, die wir auch gemacht haben, der ganzen Videoserie, das war auch echt gut, weil wir da so eine gewisse Ruhe reingebracht haben und die Freude kann wieder wirklich neu kommen. Mhm. Ne? Und wir treffen auch sehr viele alte Bekannte wieder. Einen alten Bekannten, den ihr von der Stimme her sehr mögt, den ihr wirklich sehr gerne um euch habt. Krass. Das ist jetzt auf Kommando. Das war ja nicht geplant. Habt ihr mich schon vermisst? Nee, ich hab dich an dieser Stelle anmoderiert quasi. Ja, als hätte ich es gewusst. Wirklich? Wirklich Zufall. Benjamin ist auch da. Ich erzähle gerade von der Freundschaft und der Partnerschaft zwischen Porsche und JP Performance, wie schön das ist und wie freundschaftlich es ist, weil gestern Abend saßen wir an der Rennstrecke auf den Strohballen, haben Pizza gegessen und wer da alles bei saß, ja. Ich will noch nicht zu viel verraten, das war eine tolle Stimmung. Vor allem war es Zufall, weil eigentlich war geplant, dass wir alle zusammen nach Leipzig ins Restaurant gehen. Ich dachte, ihr kommt später und auf dem Weg hierher habe ich die Nachricht gekriegt, ja, nein, Pizza an der Rennstrecke mit Punkt, 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 gar nicht ins Restaurant. Und ja, viel geiler. Wir hierher, war mega. Abend war perfekt, Wetter war perfekt, Leute immer gut bei Porsche und endlich mal wieder ein Video mit euch, für euch. Ja, zusammen. Also es wird für mich Traumerfüllung. Ein Fest. Wirklich, weil ich durfte gestern Abend quasi schon das Menü bestellen, was wir uns jetzt angucken. Was willst du denn so haben? Ich will Deckel auf. Alles auf. Gucken. Ich will gucken. Und das machen wir jetzt. Anfassen. Ich glaube, das ist jetzt Schock. Das ist Schock. Ich habe es gerade schon ganz kurz im Augenvideo gesehen. Habe extra zu dir gesagt, bitte lauf hier noch nicht rein. Komm. Der ist auch noch ein bisschen müde. Bleib sitzen. Es ist doch noch ganz früh morgen. Gut geschlafen? Geht so, du? Ja, mit den Fliegern, das ist nicht so mehr weg. Weil du das Fenster offen hast, die fliegen ja bis nachts um 3 und dann geht es um 6 Uhr wieder los, gell? Aber gehen wir, jetzt ja neues. Bist fit? Selbstverständlich, ich bin schon einsatzbereit. Gell? Ich sehe es, du sitzt hier topfit bereit, hast aber auch den besten Blick, muss ich wirklich sagen. Ich sehe meine Jungs, ich sehe die ganzen Autos, also wirklich perfekt, besser kann es nicht sein. Gell? Du bist alle gefahren. Nee, du bist du den Single Turbo auch mal gefahren? Nein, also nicht den Original, sondern meine anderen Autos in den USA, mit Sebring gewonnen habe, mit John Gardner. Und ansonsten auch nicht den 82er, den 83er auch nicht, weil ich erst zu Porsche gekommen bin, 84. Gell? Also das heißt, vorher Audi? Vorher Audi, ja, BMW und alles. Und dann war ich ja 84, hat der Walter Brun ja einen 1956 gekauft. Und dann kam ich ja mit Stefan Belloff in das Team. Und dann haben wir das Werksteam geschlagen in Imola
Und dann gab es einen Anruf von Porsche, was ich den 85 machen würde. Ne? Ob du Lust hast? Ob ich da, weil der da war, der Professor Bott, der hat gedacht, ich bin ja 100 Jahre mit BMW verheiratet. Ich habe gesagt, nee, bin ich eigentlich nicht. Gell? Und das, was das Interessante dann war, dass er bei dem Vertragsgespräch gesagt hat, was für uns wichtig ist, Herr Stuck, dass wir Sie auch in der Woche ein paar Mal haben können, weil wir haben bestimmte Entwicklungen vor, wie PDK und so. Und der Jochen Maas wohnte in Südfrankreich, der Rektor war in England. Und wir bräuchten Sie, wir wohnen in Garmisch, 2 Stunden weg, sag ich, prima. Und da habe ich ja wirklich nachweislich auf den ganzen Autos die meisten Kilometer gefahren. Gell? Wirklich? Ich habe auch die ganzen Kundenauto-Shakedown gemacht und so. Gell? Jedes Kundenauto wurde dann von dir eingefahren? Also nicht jedes, aber die meisten. Die meisten. Ich weiß nicht, genau. PDK. Mhm. Ich glaube, da haben jetzt viele gezuckt. Da haben sie gesagt, der Stucki muss ich doch versprochen haben. Nein, PDK ist eine Entwicklung, die damals schon gab, zwar manuell, aber du hast mit einer Handbewegung den einen Gang raus, den anderen Gang... Richtig, genau. Also du hast beide Kupplungen betätigt in einem Rutsch, genau. Und hast die Gänge schon rübergeschoben. Richtig, genau. Das heißt, das PDK wurde entwickelt 1985? Wir haben angefangen mit der Entwicklung, ja, 85 ging's, Ende 85 ging es los. Und das Tolle war halt, dass du bei diesen Schaltvorgängen, gerade beim Raufschalten, musstest du ja mit diesem tollen, synchronen Getriebe ja Gas wegnehmen, kuppeln, Gang vorsichtig einlegen, vorsichtig. Einkuppeln, Gas geben. Und da konntest du beim Aufschalten voll am Gas bleiben. Da hat es keine Zugkraft unterbrechen. Das hat man auch gehört. Wenn du damals auf der Strecke schon gehört hast, in Le Mans oder sowas, und das Ding geht raus, dann hast du dieses Lada-Pfeifen, war ja nur... Genau. Genau, das war ja so kurz, weil die Schaltunterbrechung, die Zündunterbrechung war ja nur... Minimal. Minimal, ne? War es ja oft so, wenn ich dann am Tag in Weißhardt einmal 2, 3 Stints gefahren bin und dann haben wir um 3 nochmal einen Tank voll gemacht. Dann blieb die Sicherheit, Streckensicherung blieb da. Mich haben wir heimgegangen, ich habe einen Tank leer gefahren, Auto in die Garage, Tür zu, bin nach Hause gefahren. Gell? Stell dir mal vor, gell? Und das war natürlich für mich dann der große Vorteil, mit dem Auto so eins zu sein, diese zigtausende von Kilometern zu fahren. Das war natürlich schon klasse. Aber ist es nicht auch für dich immer noch der schönste? Also ich meine das jetzt wirklich ernst. Ne? Ich sage das ganz oft, der schönste und hier und da. Aber wenn ich jetzt den Blick von hier mit dem Sonnenaufgang sehe, ist da ein Traum, das ist immer noch für mich der schönste Rennwagen und die schönste Silhouette, die es bis jetzt gab. Ja, muss ich auch sagen, weil das hat so einen Fluss, das Auto, gell? Unglaublich. Gell? Und da muss man sagen, was ich damals gemacht habe, auch gerade mit der Rossmanns-Lackierung, war das natürlich toll. Das ist heute noch ein Statement, gell? Heute? Absolut, absolut. 100%. Wenn man da Leuten Fotos zeigt, die sagen, das ist ein tolles Auto oder so, das ist schon, auch von der Form her, weißt du, das war damals, die Aufgabe war ja auch ein möglichst effizientes Auto aerodynamisch zu bauen. Aber ohne Computer? Und natürlich, na klar. Weil mit den Jungs habe ich ja auch viel gesprochen. Benjamin, wo wir mal gesprochen haben, wie damals die Karosserie entwickelt wurde, wie das gemacht wurde mit Fähnchen und Machen und nebenherfahren und schauen und einfach aus der Vision, aus der Fantasie diese Form entwickeln. Heute würde das ja durch 10.000 Computer gehen, damit dieses Auto so funktioniert. Das ist ja ein fahrender Spoiler. Das kann man sagen. Ja, vor allem, wenn du überlegst, die 2 Versionen, einmal für Le Mans mit weniger Abtrieb, hier mit dem Langheck, genau. Dass man effizient auf der Straße noch schnell fahren kann. Wie schnell bist du schon mal gefahren mit so einem Ding? Also wir haben einmal, das war beim Qualifying, glaube ich, für 87. Da waren ja immer diese Welter Le Mans, diese schnellen Autos, die da in Frankreich gebaut wurden. Die haben immer nachts so mal versucht, richtig mal Gas zu geben. Das haben wir auch gemacht. Und da bin ich im Qualifying einmal nachts 407 auf der Straße. Ja. Und weißt du, was das Geile war? Auf der Warte mal bitte. Auf der Unodier, da ging es ja gerade, das ist eine normale Straße, sind diese weißen Linien in der Mitte. Und wenn du über 360 fuhrst, war es eine durchgehende Linie optisch. Und das wusste jetzt bis schnell, gell? Die gestrichelte ist durchgehend geworden durch den Speed. Das ist eigentlich schon verrückt. Und weißt du, was das Tolle? Ich bin ja Le Mans ein paar Mal, bevor ich zu Porsche kam, auch gefahren mit allen möglichen Autos, hat auf der Geraden das Auto halten müssen und das war alles schwierig. Und Porsche hat verstanden, auch einfach, für den Fahrer das Auto fahrbar zu machen, dass du dich aufs Fahren konzentrieren kannst. Du konntest auf der Geraden bei 350 das Lenkrad loslassen. Der fuhr geradeaus, ne? Der Vorsprung. Ja, wir hatten eine spezielle Kinematik für Le Mans. Das war einfach sensationell, gell? Aber guck mal, du bist ja jetzt so drüber hinweggesprungen. In welchem Jahr bist du 407 gefahren damit in Le Mans? Es war 86 oder 87, da müsste man nochmal nachgucken, gell? War das Jahr, in dem du gewonnen hast? Dann war es 87. Dann war es 87, ja, genau. 87, und ich habe da ja schon mal drin gesessen. Und das Gefühl, du musst ja wirklich in diesem Moment, wo du das tust, musst du ja so dermaßen im Kopf
ein junger Mensch sein, der den Sport liebt, der die Bereitschaft hat, das zu tun. Weil diese Autos von 56 auf 62 ist ja die Sicherheitszone vorne schon gewachsen. Aber bei 407, mein Schatz. Aber weißt du, was cool ist? Du fährst ja raus und hast ja kein Tacho im Auto. Ne? Du hast ja nicht gesehen, gell? Was das war vielleicht ganz gut. Ne? Wir haben ja dann ausgeredet. Was waren die Drehzahlen? Ach so, das war ja 407, cool, gell? Das haben wir während dem Fahren, hast du dich gar nicht gemerkt. Ne? Wahnsinn. Ja. Aber ich meine, das sind schon Erlebnisse, wenn du heute mal Revue passieren lässt. Das war schon nett. Auch für die Reifen. Ja, sicher. Du musst Vertrauen haben. In genau, du musst ja Vertrauen haben. Richtig. Die Fliehkräfte, die Dynamik, die entsteht ja, bei sicher. So einem Rad, bei 407, das reißt, das will auseinander. Ja, sicher, klar, sicher. Und das Rad ist ja auch quasi von der Felge gerutscht. Die musste es im Prinzip, ja genau, also beim Beschleunigen haben die sich gedreht und haben quasi mit Dunlop den Reifen entwickelt, sodass das hält. Die waren noch nicht verschraubt, ne? Teilweise ja. Und dann später beim 962 haben sie sogar aus aerodynamischen Gründen dann wirklich hinten noch schmalere Reifen genommen, dafür 19 Zoll Felgen und vorne 17 Zoll. Und das, damit der Grip bleibt, die Aerodynamik aber besser wird, weil der Unterboden einfach so wichtig war, dass sogar ein schmalerer Reifen einfach hilfreicher war. Man sieht ja auch, die Faszination ist, zum Beispiel bei mir, ich bin jetzt 41, das ist die höchste Faszinationsstufe an Sportwagen, die ich kenne. 919, das sind alles tolle Autos, aber wenn ich das sehe, ist das für mich Wahnsinn. Warum? Weil Fahrer und Technik und die Ingenieure durften erstmal, weißt du was, bau erstmal. Ja, und heute ist das so, ja, Reglement und hier und das muss so und das muss so. Und das war ja damals auch, ne? Die Bemessungen sind ja auch, also haben ja ein Reglement. Aber die Motoren waren wilde Säue. Ich glaube, weil du musstest, das Tolle war ja, dass der 82er Gruppe C-Reglement, wie es rauskam, auch schon ein Verbrauchsreglement war. Wir hatten ja für 1000 Kilometer 510 oder 500 Liter. Das heißt, du musstest schon überlegen, was nehme ich da für einen effizienten Motor. Und wir haben dann auch in Le Mans zum Motor. Beispiel. Ja, Klassiker, du musst da vom Hubraum her durch Porsche gewusst, was sie da machen. Und das Schwierige war ja auch dann im Rennen mit dem Sprit über einen Stint auszuhalten. Weißt du, was wir in Le Mans gemacht haben? Wir hatten auf dem Lenkrad ein Zickel kleben und haben immer dann, wenn wir in Mulsanne unten waren, war der Verbrauch, der Sollverbrauch aufgeschrieben. Und wir konnten dann von der Anzeige her sehen, ob wir ein Plus oder ein Minus sind. Dann weißt du, ob du... Na klar, da haben wir ja Fahrtechnik entwickelt, der Peter Falk war unglaublich clever. Wir haben dann, wenn du normal vor der Kurve bei 100 Meter bremst, bei 300 Meter Gas weggenommen, 200 Meter rollen lassen und dann später gebremst. So haben wir dann Benzin gespart. Rechnerisch 60, unter 60 Liter auf 100 Kilometer mussten die Autos damals verbrauchen, beziehungsweise durften nicht mehr. Das war ja das Schöne am Gruppe C-Reglement. Du hattest im Prinzip Maße, eine Mindest- und Maximalhöhe. Ich glaube, 1 Meter und 1,10 Meter war Mindest und Maximal. Im Prinzip durfte es kein Spoiler sein. Der musste integriert in die Karosserie sein. Daher auch Ground-Effekt, Unterboden und so weiter. Und eben die Verbrauchsgrenze, was aber cool war, weil jede Marke, jeder Hersteller konnte seine Motorcharakteristik, für die Marke steht, mitbringen. Wir Turbolader, Sechszylinder, Boxer, andere Wankel und so weiter, später mit Sauber. Genau, 787B Wankelmotor, von Mazda die Spezialitäten. Die Verbrauchsformel, die war im Prinzip das Spannende. Die hat den Marken, ihre Markenidentität bewahrt. Du konntest den Motor frei wählen, musstest aber effizient bleiben. Und es war das erste Mal im Rennsport, dass es eine Effizienzregelung gab. Und das fand ich ziemlich cool. Und bei der IMSA zum Beispiel in den USA galten im Prinzip ähnliche Regeln, aber es gab keine Verbrauchsformel. Und bei der Gruppe C war sogar die Tankstops waren vorgeschrieben, also die maximale Menge an Tankstops. Und es war ziemlich smart, weil du so die Leistung, die Effizienz einfach reglementarisch quasi in enge, aber doch freie Grenzen gesetzt hast. Und halt auch ja die Smartheit. Ja. Wenn du in der Lage warst, mit diesen Stops und dieser Menge mehr Leistung zu erreichen, dann war es gut. Sollen wir mal... Was ist hier mit? Krass für mich. Morgen. Gut geschlafen, oder Mann? Ja, sicher. Ich sehe so viele Sachen, die so spannend sind. Also erstmal, was ich wirklich interessant finde, ist, dass zwischen der Glocke, die also Getriebeanbindung zum Motor, haben wir einen Verbindungspunkt, wo der Motor und Getriebe drauf liegt. Ja, so eine Art Chassisverbindung, die wir hier sehen. Dann geht es rein in den Differentialbereich hier und die Gänge liegen dahinter. Dann haben wir hier eine Klappe,
Jetzt haltet euch fest, diese hier, womit man die Kupplung im eingebauten Zustand wechseln kann. Genau. Du machst die gleiche Figur wie früher im Anzug. Ja, das ist der Originalanzug, gell? Du musst dir vorstellen. Ist er das? Das ist er, ja. Da haben die Jungs haben in irgendwann vor Warte mal, zwei Jahren, das ist der Originale? Ja, sicher, na klar. Der war dann irgendwann bei Porsche geblieben und dann hat der Armin vor zwei Jahren hat er so eine Kammer, da lagen so fünf oder sechs Säcke mit alten Mechaniker-Overalls zum Arbeiten. Sagt er, ja, müssen wir mal gucken, was da drin ist. In einem war der Overall drin, gell? Stell dir vor. Cool, ne? Stell dir vor. Ja, nee, das mit dem Kupplungskreis war ja auch von Porsche gut gedacht, dass wenn man mal eine Kupplung wechseln muss, dass das schnell gehen kann. Ja, ja. Und eben, da musst du eben halt die Gedanken haben, dass sowas mit einplanst, das ist natürlich genial gedacht. Ja. Das heißt, du brauchst ja auch eine Schubwelle, dass du ja irgendwie die Kupplung rausgezogen bekommst. Entweder schiebst du weg Richtung Getriebe oder du schiebst rein Richtung Motor. Ja, und das ganze Ding muss stabil sein. Wie viel Leistung war damals möglich bei so einem Ding? Also wenn wir Qualifying gefahren sind, dann konnten wir schon auf 750 PS hochdrehen. Gell? Da haben wir das Boostrad gehabt oder den Schalter mit Elektronik. Und wenn es da nicht um Verbrauch ging, dann haben wir schon, also ich bin bestimmt sicher, es waren 750 PS, gell? Und da geht es schon richtig vorwärts. Was? Und was wiegt der? 850 Kilo, gell? Das geht aber richtig vorwärts, Leute. Ja, klar, überlegen wir, ne? Gell? Aber wenn du dann wieder überlegst, ein GT2 RS hat 700 PS heute. Mhm. Der wiegt mehr, klar, aber die Leistung ist sehr nah an einem Le Mans Motor. Ja. Ja, zwar mit VTG und allen möglichen Sachen, weil wenn ich die Lader nämlich hier sehe, die süßen Mäuse da, dann ist das schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Auch alles in Hardline, ne? Das heißt, wir haben keine Schläuchchen, alles ist so gemacht, dass es wirklich maximal stabil ist und wirklich, wirklich Langzeit laufen kann. Ja. Der Ladeluftkühler ist direkt angeströmt, das heißt, wenn die Tür zu ist, ist die Anströmung an der Tür vorbei, hier durch und die Entlüftung über die Seitenkästen, die du dort siehst. Das heißt, die Luft wird durch das Auto geführt und zwischendurch muss er einmal ganz kurz den Ladeluftkühler runterkühlen. Dann sehen wir hier wirklich relativ lange Krümmer, die hier so Schubstücke haben. Das heißt, diese Krümmer können hier wandern und rausgehen. Das heißt, somit kannst du verhindern, dass Risse entstehen können in dem Krümmer selbst. Wir haben relativ dünne Ladeluftleitung, muss man wirklich sagen. Also das ist wirklich zart. Nee, das ist Wasser. Warte mal, das ist der Wasserkühler an dem Ladeluftkühler dran. Das heißt, wir haben hier den Eintritt an derselben Stelle von der Ladeluft heiß, strömt so durch Richtung Ansaugbrücke und hier unten ist nochmal separat eine Wasserleitung dran von der Wasserpumpe, die von der Nockenwelle angetrieben wird da unten, von der Abgasnockenwelle, siehst du das? Hier ist die Wasserpumpe drauf, auf der Nockenwelle drauf. Dann haben wir hier oben so eine Hochdruck-Benzinpumpenregelung, die auch über einen separaten Riemen angetrieben wird. Die war mechanisch, die Einspritzung. Gell? Genau. Eine mechanische Einspritzung, haben wir hier den Benzindruckregler separat, wo man hier den Benzindruck immer separat einstellen kann. Dann hier die Trockensumpfschmierung, haben wir den riesen Apparillo. Und trotzdem das Lüfterrad hier oben, ne? Das Gebläse und dann hier noch den Wasservorratsbehälter für die Wasserkühlung. Das heißt, die Motorkühlung ging nur hier drüber? Ja, nicht nur, die ging halt auch. Hier waren ja auch Wasserkühler. Ladeluftkühler, Wasserkühler. Genau, das heißt? Das war ja nur der Ausgleichsbehälter, weißt du? Nee, ich meine, die Luftführung, die hier oben durchgeht, die ist ja die, die vor das Lüfterrad geht und treibt so durch den Block durch. Und das war ja auch der Motor, da hatten wir nämlich gestern noch Diskussion, wo die geschweißten Zylinderköpfe sind. Genau. Mhm. Das heißt, die Zylinderköpfe und die Zylinder sind verschweißt, genauso wie wir es bei unserem 3.8er machen werden. Ne? Bei unserem 964 Turbo, den wir gerade bauen, haben wir auch diese Technik, dass einfach du gar kein Risiko von einer Kopfdichtung Schaden eingehst, weil es eh ein Teil. Und dann kannst du auch Ladedruck reinknallen wie so ein Berserken, weil es ist eh zu. Das ist ja nicht nur ein Rennwagen, der ein Rennen halten soll, das ist auch ein Kundenfahrzeug. Also Porsche Motorsport hat sich damals zu einer eigenen Hauptabteilung weiterentwickelt und die haben den Business Case entwickelt, diesen Gruppe C, also 956, 952 962 Rennwagen zu verkaufen. Das heißt, das musste auch eine Qualität gegenüber Kunde darstellen, das Fahrzeug. Daher sind die sehr wertig gebaut auch und man sagt heute, ein gut behandelter Gruppe C Motor von Porsche kann bis zu eine ganze Saison halten, ohne komplette Überholung. Das ist ja heute im Motorsport anders. Ein Motor hält 25 Stunden, sonst hat er zu lang gehalten. Und die können wirklich monatelang fahren, gut behandelt. Waren die genau gleich, die Autos? Die waren
In Nuancen anders? Also ich kann es bestätigen, weil ich sowohl für Kundenteams auch fürs Werk gefahren bin. Ja. Ich habe mit einem Kundenauto von Promotorsport mit Stefan Belloff zusammen das Werksteam geschlagen. Also die Autos waren auf einem totalen Niveau. Es hätte sich ja Porsche nie die Blöße gegeben, zu sagen, die Kunden kriegen einen Scheißdreck. Ne? Mhm. Also das muss man ja schon sagen. Was ist aber, es gab ja Phasen im Motorsport, wo sowas schon passiert ist, wo die Kunden andere Abstimmungen, andere Komponenten, andere Sachen bekommen haben und die Werksteams halt immer mit anderen Technologien rangegangen sind. Ich sehe aber ein schönes Detail, was ich auch so noch nicht gesehen habe, und zwar, das ist wie eine Art Spritfilter, der aber auf dem Getriebekühler sitzt. Ne, der Getriebekühler sitzt auf dem Getriebe drauf, wird von hier unten abgezapft und du hast hier nochmal einen separaten Filter zwischen. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Es bilden sich ja von der Getriebung Abnutzung, oder Späne logischerweise, wenn sie mehr verschleudert oder so. Und um die nicht im Kreislauf zu halten, haben wir die da rausgefiltert. Ne? Du musst da auch erst einmal draufkommen. Erzähl mir mal, wenn du aufs Auto guckst, was sind so deine stärksten Erinnerungen? Was sind so Sachen, wo du sagst, welche Momente verbindest du am stärksten mit diesem Auto? Also wie ich meine Karriere 69 begonnen habe, war für mich ein Ziel, irgendwann mal eines der drei wichtigsten Rennen der Welt zu gewinnen. Das Indy 500, Grand Prix Monaco und Le Mans. Und wie ich dann 86 zum ersten Mal auf dem Podium stand mit Al Holbert und Derek Bell gewonnen habe, da kriege ich heute noch Gänsehaut. Das war für mich einer der schönsten Momente meines Lebens. So auf dem Niveau, wie meine beiden Söhne geboren wurden. Aber das werde ich nie vergessen. Dieses, ich merke es, wenn Sie es sehen werden, habe ich heute noch Gänsehaut. Ich weil das einfach erreicht zu haben mit dem Team, mit dem Auto, mit allem, das war fantastisch. Gell? Absolut fantastisch. Und für die Menschen in der damaligen Zeit, wie würdest du es vergleichen? Wie haben die dieses Auto wahrgenommen? Es ist ja heute eine Silhouette, die betörend ist, auf Postern, auf Bildern. Die Leute reagieren immer noch extrem auf dieses Auto. Jetzt versetze ich mich zurück, du bist 85, ein 18-jähriger junger Mann. Siehst dieses Auto, da warst du abgeschnallt. Also ich kann zum Beispiel sagen, mein Sohn Johannes war da mit dabei, der war ja 6-7, wo er in Le Mans mit war. Und der stand immer fassungslos, selbst als so junger Bursche, weil er sagte, Papi, das ist ja so ein tolles Auto, dass du das fahren darfst. Das war damals mit dem bis 6 Jahren schon neidisch. Gell? Und das zeugt, wie dieses Auto auch die Zeit und dieses Auto das geprägt hat. Absolut, du hast es genau richtig emotional erwischt. Gell? Ist es auch. Es ist einfach ein faszinierendes Auto. Und auch die Möglichkeit, mit dir zu, ich meine, wir kennen es ja schon ein paar Jahre, aber die Möglichkeit, mit dir zu stehen vor dem Auto. Und du bist für mich auch dieses Auto. Danke. Ne, ja, kannst du aber auch noch dazu. Finde ich schon. Nein, jemand muss es ja bedienen. Und das bist halt du, und davor zu stehen. Wir haben 2022. Und halt auch die Möglichkeit zu haben, wirklich alles anzugucken und halt auch zu fahren. Wir beide fahren gleich. Du fährst ein, ich fahre ein. Ist doch cool. Das ist ziemlich cool. Das ist jetzt 40 Jahre her. Und jetzt die Woche, wo jetzt auch ein Derek Bell hier war, ein Jochen Maas. Gestern Abend waren wir noch zusammen. Haben wir jetzt in der Woche zusammen verbracht, dass die Autos da sind. Und ich sage euch, ich habe ja schon Gelegenheit, die ab und zu mal zu fahren in Weißach, wenn die wieder hergerichtet werden und so. Du steigst ein, es ist wie ein Coming Home. Ich weiß genau, wo alles ist, gell? Und ich kann mir das Auto 100% verlassen. Wir waren vor 2 oder 3 Jahren war in Spielberg das Legendenrennen. Da bin ich hinten gerade unter mit 290, gell? Ohne ein Problem, ohne zu überlegen. Aber das bist auch du. Das muss ich auch immer als Kompliment sagen. Wir. Ja, nein, aber man muss auch sagen, dass du auch wirklich ein sehr, sehr fitter, aktiver Fahrer bist, der ja wirklich 100% bei der Sache bleibt. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist klar, ja, das stimmt. Du musst schon dranbleiben. Also das muss man dir auf jeden Fall lassen. Danke. So, Cockpit. Was ich am stärksten im Innenraum in Erinnerung habe, ist die Position des Schaltknopfes und die Schaltführung. Weil es geht mit einem Gestänge. Richtig. Ne? Schau mal, das Gestänge, das ist das Schaltgestänge, Movo. Also, ich bleib mal da drauf in der Kamera. Ja. Bleib mal drauf. Ja, genau, super, gell. Richtig. Ja. Man musste ja damals, das habe ich schon sehr früh mitbekommen, sehr gleichmäßig, vorsichtig schalten. Richtig, genau. Du kannst da nicht rumreißen wie so ein Wilder. Ja, weil es wie ein Clown-Getriebe, da spielt das keine Rolle. Hier ist das Getriebe synchronisiert, das auch 24 Stunden hält, aber du musstest es relativ vorsichtig und präzise schalten. Ne? Damit hat das Ding ja ewig gehalten. Ich kann mich nie erinnern, dass ich mit so einem Auto mal Getriebeschaden gehabt habe. Nie. Und das Getriebe basiert ja technisch auf einem 39 Turbo-Getriebe. Ja. Stimmt, richtig. Ja. Ne? Ich glaube nur, wir sind hier ganz offen und ganz locker. Ne? Wie viele Autos gab es jetzt davon? Prost. Prost, mein Lieber. 180, 190? 148.
148 Werks- und Kundenfahrzeuge, also etwa 150, 956 und 962. Dann gibt es auch immer wieder diese Grauzonen, wo Autos gebaut werden, ich sage es mal so frech, aus Ersatzteilen. Genau. Also das heißt, ich würde sagen, die Zahl kann sogar noch ein bisschen nach oben korrigiert werden, vielleicht. Aber das sind ja keine offiziellen Autos. Nee, also wir haben tatsächlich etwa 150 Autos genau. ausgeliefert an Kunden und eigene Fahrzeuge. Und was danach passiert ist, steht in Geschichtsbüchern. Ja, gerade hat dann Krämer angefangen mit dem ersten Carbon-Chassis auch und so, ja. Oder Chassis gebaut, gell? Genau. Das ist dann schon weitergegangen. Für Porsche war eben der Sprung damals in die Gruppe C was Besonderes, weil man das erste Mal vom Gitterrohrrahmen, diesen typischen Alu- und Stahlrohren, die man so kennt, unter GFK-Hüllen ist man weggekommen und hat hier einen Monocoque gebaut. Das wiegt etwas unter 60 Kilo aus Dualuminium ist es. Man sieht ja hier, das ist ja wie Flugzeugbau. Das ist geklebt und genietet, das kommt aus dem Flugzeugbau. Genau, das sieht man hier sehr schön an den ganzen Nieten hier. Das Monocoque hat auch einen Spitznamen, das heißt Stachelschwein. Weil die bevor die Nieten halt einfach vernietet sind und abgeschnitten, sind da halt irgendwie hunderte Nieten, dann sieht es aus wie ein Stachelschwein. Ja, da müssen wir mal ein Foto reinmachen, das kannst du mir besorgen. Das besorge ich dir. Ja, genau. Ja, weißt du, was ich auch schon eine coole Überlegung war? Viele fragen sich, warum sitzt man denn da rechts, gell? Ja. Das ist auch eine tolle Überlegung, weil die meisten Kurse sind ja, also im Uhrzeiger sind Rechtskurse. Ja. Das ist einmal besser für den Fahrer, weil er besser die Rechtskurven den Scheitelpunkt trifft und vor der Gewichtsverteilung. Und für dich noch was. Wieso was noch? Für dich auch, da du so groß bist, hattest du hier auch eine Drehmomentstütze, weil dein Helm immer oben ein bisschen an der Kante hängen blieb. Naja, ja, aber es gab einen, was ist ja der drin, der spezielle Stucksitz, der ein bisschen steiler Lehne hat, dann aber tiefer ging. Ich hätte drin übernachten können, so bequem war das, ja sicher. Aber Kopf musstest du immer in der Kuhle haben, ne? Ja, aber der war total gerade, das heißt nichts okay. passiert. Nee, das war weil, wo ich gestern drin saß, war das für mich schon... Ja, du hast keinen Stucksitz gehabt. Wir modifizieren gerade einen Sitz, damit das so ein bisschen besser geht. Richtig. Weil dann der Kopf, nämlich also der Helm, liegt dann hier so leicht an und du sitzt dann so... Ja, so fixiert. Das heißt, wenn du in die G-Kräfte die eine Seite kriegst, dann kann der Kopf eigentlich nicht dahin fallen, weil du nämlich... Weil er ansteht, ja, genau. Aber ich muss da jetzt nochmal genau nachfragen. Ein Sitz wird für dich... Warum? Ja, wegen der Größe. Na, das glaube ich nicht, weil den brauche ich ja zum Fahren. Ja. Genau, wir nehmen den aus dem Blaupunktauto, der kaputt ist. Das ist aber Standardsitz, ne? Ja, nee, aber den machen die jetzt, weil der restauriert wird, so. Und die schalen den jetzt komplett aus, nicht mal blank. Okay, das ist gut. Und den ganzen Aufwand nur zum Probesitzen. Ist so gut? Ja. Das siehst du, das, was wir alles machen, ne? Wenn wir der Spaß hat. Weil gefahren wird nur im Rennoverall, ne? Ja. Sicher, ja. Würdest du gerne einen haben? Hast du einen? Ja, um Gottes Willen. Brauchst du ja auch nicht. Ne? Ich hab einen ATS Formel 1 79, das war damals mein letztes Formel 1 Rennen, von dem habe ich. Aber das ist so ein Auto, das muss ja auch in der Lage sein, zu warten. Das muss auch bewegt werden. Das Schlimmste sind die Standschäden, die da manchmal rauskommen. Mhm. Das wäre der Aufwand, wäre gar nicht möglich. Und ich habe das große Glück, dass ich ja ab und zu so ein Auto mal fahren kann. Wir haben die alle restauriert, dann darf ich schon ab und zu einfahren. Und das ist schon klasse. Ne? Wie viel Ladedruck? Das war gar nicht so viel Ladedruck dann, ne? Ich glaube, das 1,2 war Bar. 1 bis 1,2 Bar. Das ist ja wirklich für ein Langstreckenauto super. Ja gut, du hast aber auch zwei Lader, ne? Ja, schon klar. Die Luftmasse, die er reinschiebt, das war schon amtlich. Aber das kam schon ganz gut zurecht. Was noch ein schönes Detail ist, was ich sehe, Lado kam aus dem Ladeluftkühler rüber in die Ansaugbrücke und die hatten ein Verbindungsstück, um halt die gleiche Luftmasse zu haben. Das heißt, da war ein Ausgleich zwischen den beiden Brücken. Ne? Weil viele Turbomotoren aus der damaligen Zeit waren hier zu. Wir hatten kein Sprungstück, um halt ein gleichmäßiges Luft-Benzin-Gemisch zu haben auf beiden Bänken. Dann siehst du hier unten diese kleinen Hochdruckdüsen, warum die aber gegen die Richtung gehen, damit die zerstäuben besser. Ne? Richtig. Damit die gegen den Ladedruck gehen und das Luft-Benzin-Gemisch noch gleichmäßiger da reingeht. Ne? Und was ich auch sehe, ist, der Motor ist gekippt. Ja. Leicht. Der hängt, ne? Ja, das ganze Chassis, ja, wegen dem Unterboden, wegen der Aerodynamik. Ah! Genau. Dann kannst du das Auto höher, also quasi untenrum auch den Auspuff rausführen, beziehungsweise bei den frühen Autos seitlich raus.
Und wisst ihr, wie viel Kilogramm Downforce sowas produziert? Also wir haben mal ausgerechnet, du könntest mit dem Kurzstreckenauto ab 150 an der Decke fahren, gell? Oder wie ja, war das? Ja, es gibt eine Formel, also je nach 150. Aerodynamik, ja, bei 320. Aber der Norbert Singer hat gesagt, es geht je nach Karosserie schon bei deutlich unter 200 km/h. Also halt an der Decke fahren könntest, ja. Gell? So weil du überschreitest das Fahrzeuggewicht und würdest mathematisch das machen. Also ich würde mich als Testfahrer dafür bereit erklären. Ich auch. Ich würde es machen. Und wenn... Gut, dass mir das mal verrückt sein. Ja. Wenn ich man kannte ja Ground Effect aus der Formel 1. Skirts. Genau. Und als Rennfahrer, so habe ich es gelesen. Ich meine, wir haben hier einen, der live dabei war, der kann es noch viel besser erzählen. Aber ich finde es einfach faszinierend, was ich gelesen habe, dass die Rennfahrer sich auf das Fahren neu einstellen mussten. Und dass zum Beispiel ein Stefan Bellof, eine Legende, die viel zu früh ums Leben gekommen ist im Motorsport, in so einem Auto, zum Beispiel dem Hans-Joachim erklärt hat, wie er in Kurven mit einem Ground-Effekt-Auto umzugehen hat. Darf ich dich was fragen? Alles. Krasse Frage. Der Bellof-Moment, wie hast du den wahrgenommen? Weil das ja schon... Beim Unfall. Ja, ich möchte eine Sache vorab sagen, weil... für mich, ich bin großartig, ich habe von Stefan Bellof zu Hause wirklich ein riesen Bild auch hängen, weil ich wirklich ein großer Fan war. Nicht nur du. Ich finde aber auch, dass es massiv gezeigt hat, wie labil dieses Auto im Frontbereich war und was für ein Risiko man dort eingegangen ist. Darf ich fragen, wie der Moment für dich war? Also das waren zwei Momente, weil einmal bin ich im selben Rennen ja selber mitgefahren. Ich habe den Unfall zwar gesehen, aber man wusste ja nicht, wie geht es den Fahrern. Und wie das Rennen dann zu Ende war, habe ich ja erfahren, in welchem Zustand der Stefan ist. Mhm. Habe das Auto gesagt, ich habe gesehen, dass der vorne schon relativ umgedrückt war. Genau. Da habe ich gedacht, oh Scheiße, das war nicht gut. Und ich muss eines sagen, obwohl dieses Aluminium-Monocoque, das schon eine tolle Verbesserung zum Rohrrahmen-Chassis war, aber das Auto auch mit den Füßen relativ weit vorne war halt ein Auto mit Risiko. Aber ich sage immer, schau mal, zu meinen Formel-1-Zeiten hatten wir auch rechts Benzin 100 Liter, links 100 Liter. Mhm. Oder schau mein Vater mit dem Auto und einem 16-Zylinder. Das waren damals Helden. Ja. Wenn mit so einem Auto könnte heute am Nürburgring keiner 300 Kilometer fahren, was der Papi gefahren hat. Ist auch gefahren. Ne? Ja. Mit Stabkabel und Brille und ohne Gurte und alles. Ne? Ja. Und wir hatten halt damals das und was Besseres hatten wir nicht. Und ich muss eins sagen, ich habe auch durch die vielen Kilometer, die ich gefahren bin, ein paar Unfälle gehabt. Und bin Gott sei Dank immer rückwärts eingeschlagen. Gell? Einmal hatte ich was am Ring, die kleine Zehe gebrochen, aber das war natürlich nichts und habe auch viel Glück gehabt, muss ich sagen. Ja. Dank dem Herrn da oben. Mhm. Gell? Aber das war für mich, sagen wir mal, dann hinterher dann die ganzen Umstände mitzukriegen, was da war, der Stefan und hin und her. Das war halt, einfach saudum gelaufen, muss man sagen. Gell? Und wie du gerade gesagt hast, entschuldige Benji, gell? Wie ich dann zu Brun kam und den Stefan Bellof dann auf dem Auto fahren durfte, bei meinem ersten Rennen dann in Imola, bei dem Stefan gefahren bin, da war ich im Training, glaube ich, 7 Sekunden langsam in Imola. Gell? So hat der Stucki kommen mit, ne? Da hat er mir erklärt, wie du mit so einem Auto fährst. Weil du musst diesen inneren Schweinhund überwinden. Du weißt, die Kurve, vierter Gang, die geht theoretisch voll mit Abtrieb. Aber du musst es einmal machen. Du musst es verstehen, ne? Verstehen. Und wenn du es einmal gemacht hast, dann ging es. Einmal die Grenze verschieben, genau, dann funktioniert es. Ja. Schon gewaltig. Dich drauf einlassen, ne? Es gibt den 956, der ist ein Tick kürzer. Und es gibt den 962. Der 962 ist erstmal entstanden nach der IMSA-Regel. Der musste vorne rum länger sein, damit die Füße hinter die Radmitte kommen. Das war nämlich erstmal dann... Wir gehen mal nach vorne, weil wir haben ja genug Autos hier. So, jetzt haben wir hier einen 956 stehen. Wunderschönes Auto. Und der 62er ist genauso lang, aber die Radposition ist verschoben, richtig? Ja, der ist vorne tatsächlich ein bisschen länger. Also vorher waren, wenn du es überlegst, wenn das die gedachte Linie, Verbindung der Räder ist, da standen die Pedale hier und dann hat man das Chassis verlängert, dass die Pedale hinter diese Radmittenlinie gekommen sind. Ja. Das war ein Sicherheitsaspekt. Hat man das als Fahrer doll gespürt? Nee, ne? Das Interessante war ja auch die Grundkonstruktion hier vorne, sieht man ja diesen Lufteinlass. Und da drunter war dann die berühmte Singerbeule, da ist die Luft durch, wurde durch diese Beule nach hinten raus beschleunigt. Das gab dann den Abtrieb. Ne? Erstaunlich, ne? Das ist wirklich erstaunlich. Komm, wir gehen mal eine Runde gucken eben, weil das Verrückte ist, Leute, das ist wirklich verrückt. Wir gehen mal eben, das ist ein Bild, das glaubst du nicht. Wenn man so zurückgeht, ne? Wir stehen die ganze Zeit an der Nummer 1 da, ne? Kriegst du auch Gänsehaut? Ja, okay. Ja, weil, ganz kurz. Die sind alle bis auf einen fahrbereit. Und sechs Autos, fünf fahrend. Das ist fünf schon fahrend. Und der eine sechste, da haben wir ein, zwei Ideen. Wir sagen nur das, wir haben ein, zwei Ideen, ob wir vielleicht dort was machen, nämlich in Zukunft.
Der ist noch im Originalzustand. Der ist nämlich noch 1990 nach Le Mans, wurde der Wagen wirklich abgestellt und gegangen. Und ich finde die Geschichte so interessant, dass wir vielleicht das begleiten. Uns näher mal anschauen, was das bedeutet. Und das wäre das Blaupunktauto, was ich auch von der Lackierung her sehr, sehr schön finde. Mit dem Orange vorne dran, ne? Genau. Welchen findest du am schönsten? Also ich finde die Rosmus-Lackierung finde ich einfach genial. Ja, ist sie wirklich. Das ist vom Kult. Das ist auch, weißt du, was bis heute geblieben ist. Ich meine, der Chery Dunlop ist auch cool, weil da gab es ja nur im Grunde genommen einen davon. Aber dieses Auto hat er mit der Konfiguration, mit der Lackierung Geschichte geschrieben. Gell? Wirklich. Das muss man ganz deutlich sagen. Gell? Sollen wir mal zu dem Ami hingehen, ja, ob der offen ist? Weil es gab ja noch ein Auto, was anders aufgebaut wurde. Das ist ja mit den Krümmern. Die Krümmer müssten ja hochgehen, denke ich. Ich habe es noch nie ganz offen gesehen. Wo aber ein Single-Turbo drauf ist, für die amerikanische Serie, kein Biturbo, ne? Ja, dann entsprechend auch nur ein Aspas hinten, gell? Genau. So, jetzt sind wir bei dem IMSA, der anders aufgebaut ist. Ich habe es noch nie live gesehen, aber ich glaube, es ist mehr so unser Tuning-Style, weil ich werde gleich sehen, was passiert. Es ist etwas anders, ne? Es ist üppiger, aber das muss ja vom Turbo-Loch her eine ganz andere Nummer sein. Ganz anders, ja. Das war ganz anders. Und dann auf einmal, ich habe mit dem Auto ja, bin ich also nicht mit dem, sondern mit dem Kohleauto in 10. Komm, guck mal, was für ein Aufwand das ist, weil wie viel Mann braucht man? Ich sage jetzt mal, 3 ist ideal. Ja. Was wolltest du gerade erzählen? Da bin ich ja mit dem Auto auch in den USA gefahren. Gell? So. Das war einfach toll mit dem Handyblader. Und wenn dann die Power kam. Ja, andere Power, ne? Ganz anders. Nur richtig vom. Deswegen der dritte Mann, der macht eine Katze. Den Stecker, ja. So, das ist ganz, ganz, ganz amtlich. Das ist wirklich, guck dir mal das Abgasgehäuse an. Ne, das ist auch ein 3, wie viele Hubraum hat der jetzt? 2,8. Das ist ein 2,8er Motor. Und für einen 2,8er Motor so ein voluminöses Abgasgehäuse zu fahren, ist wirklich Wahnsinn. Das haben die gemacht, damit das Ding wirklich obenrum in der Volllast, im Vollgasbereich, einfach thermisch dir nicht um die Ohren fliegt. Weil wenn das Abgasgehäuse zu klein ist und du jagst da einfach über die Dauer die Abgasmenge durch, dann wird das einfach zu thermisch komplett nach hinten losgehen. Aber verdichterseitig ist das ist schon der Hammer, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen auch ladedrucktechnisch, das ist einfach hier vorne rum fast identisch. Der Ladedruck wird geteilt von der Kühlung. Einmal eine Seite, Ansaugbrücke. Andere Seite, Ansaugbrücke. Und die Abgase werden unter dem Block lang geführt, nicht mehr hier, weil die normalen Lader saßen hier. Das heißt, wir haben hier auch keine Öffnung. Ne? Wie du siehst, ist zu. Krümmer geht nach hinten weg, geht hier zusammen und dann zusammen das Abgasgehäuse. Klasse Singleturbo. Und dann durch den Einschalter einfach. Zum einen sogenannte Six-in-One. Ja, Six-in-One. Und das ist. Boah, das ist aber wichtig. Die Lufthutze finde ich auch spannend an dem. Ja, wo er dann ansaugt, das hier über die Seite. Aber das muss langmäßig. Es klingt ganz anders wie die anderen. Ganz anders, ne? Das Six auch einen schönen Klang, gell? Der ist ein bisschen heller. Hier? Aber ein bisschen heller, wenn der richtig unter Leistung ist, gell? Aber einfach genial. Und wie gesagt, wenn die Leistung einsetzt und weil der Ladedruck sich aufbaut, dann ging es halt richtig vorwärts, gell? Aber richtig? Richtig vorwärts, gell? Ja. Gott sei Dank. Dann haben wir trotzdem 2 Wastegates. Ne? Also die beiden Wastegates regeln hier die einzelnen Abgasstränge. Und dann sieht man auch mal, wie weit ein Wastegate weg sein kann. Ja? Weil der Abgasstrom muss ja hier geregelt werden, vor dem Abgasrad. Die Abgänge sind auch hier. Aber guck dir mal an, wo geregelt wird. Erst hier hinten. Das bedeutet, es liegt immer Abgasvolumen an. Das Abgas bekommt auch eine gewisse Dichte, liegt an und wenn der da hinten das Ventil aufschiebt, hat das gereicht, damit er in der Volllassiladedruckregelung trotzdem schafft. Also Boost Creep, wenn du hier Boost Creep bekommen würdest, also quasi, dass der Ladedruck irgendwann wegpfeift, dann geht das hier aber richtig vorwärts. Aber ich kann mir auch vorstellen, das Leistungspotenzial muss doch irre sein. Also wir hatten in Sebring, ja, wir sind in der Sebring von Watkins Glen relativ viel lange Geraden und da hast du schon gemerkt, dass es da wirklich, also man kann es schwer beschreiben, aber es geht richtig vorwärts, gell? Da konnte dieser, nonstop. Dieser, na sicher, das hört nicht auf, gell? Das hört nicht auf, das geht bis zum Übersetzungsende oder beim Ende von der Geraden, geht es da vorwärts, ne? Gell? Das war eigentlich jeder Rennfahrer liebt, ne? Den Rennfahrer kannst du nie Leistung genug geben. Also ging es mir.
Okay, ich habe mich über jedes PS gefreut, ne? Und je mehr, je besser. Und gewichtstechnisch kann ich mir vorstellen, war der vielleicht sogar, obwohl identisch, glaube ich. Ne? Die waren alle relativ ähnlich, so etwas über 800 Kilo, ja. weniger war eigentlich fast nicht möglich, was ja allein, also zwischen 95 und 120 Liter Sprit in den Autos, je nach Reglement. In deinem Rücken? Hinter dir, genau. Also Sprit ist ja hier so ein aufsteigender Bereich, ne? Ja, das ist ein gut untergebrachter Tank. Am sichersten nicht wie die früher an der Seite oder so. Ja. Weil das da praktisch in dem Zentrum, was passiert mit dem Tank, da musst du richtig abfliegen. Ne? Es gab ja einmal eine Geschichte, wo so ein Auto richtig Feuer gefangen hat, mit Walter Brun bei einem Rennen in Montreal. Da hat sich, das sind also in einem Straßenkurs, hat sich durch den Unterdruck ein Kanaldeckel aufgehoben und hat über den Tank reingeschlagen und hat dann gebrannt. Ne? Stell dir mal vor. Der Kanaldeckel ist hochgeflogen. Ist hochgeflogen, hat es hochgesagt. Ne? In dem Moment, wo er drüber war. Oder? Ja, genau, ja, der hat es in dem Moment drüber, hat es ihn hochgesucht, er war nicht verschweißt und hat dann den Tank reingeschlagen, das Auto hat dann gebrannt. Ne? Also sprich, Tankdeckel hier, Sog kommt hier, genau. Und diese Distanz hat gereicht. Ja, richtig. Ja, das kommt schon hin. Stell dir vor. Ja, und ist dann in den Tankdeckel rein. In den Tank eine Riesensauerei gewesen. Ja, das war ein richtiges Feuer, gell? Ja, genau. Ja, 100 Liter Spritmenge ist halt echt viel. Ja. Da passiert einiges. Ne? Haben es vergessen, einen zu verschweißen, ne? Stimmt, die mussten bei Straßenkursen, werden ja bis heute eigentlich die Kanaldeckel mit ein paar Schweiß ne? festgemacht. Ja. Komm, wir gehen noch einmal, ich habe eine Sache vorhin noch gesehen, wir gehen einmal noch mal rüber zu deinem. Mhm. Das sind ja alles deine quasi, technisch. Weil was wirklich schön zu sehen ist, ist dieser separate Wastegate-Abgang. Wenn man hier mal schaut, diese kleinen Röhrchen, wir haben ja gerade die riesen Abgasanlage gesehen, vom Durchmesser, das ist Abgasstrang und das ist wirklich nur Wastegate-Regelung. Und wenn du hier schaust, wie nah das Wastegate hier sitzt, ne? Hier, da ist Verdichter und hier ist Wastegate. Das heißt, im Vergleich zu dem Imser sind das mal so 40, 50 Zentimeter von der Regelung. Ne? Das heißt, ich denke mal auch, dass der hier flammentechnisch eine ganz andere Hausnummer da hieß, deswegen ist der auch ein bisschen. Genau, muss man schützen, damit er nichts wegbringt. Gell? Der hat schon einige Flammen rausgehabt. So, also Leute, ich würde sagen, wir haben einen sehr, sehr, sehr tiefen, emotionalen Einblick bekommen in einen 956 und 962. Ich würde sagen, wir sagen Danke beim Benjamin. Und wir sagen ganz, 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 ganz lieb Danke bei dir. Ich muss dir auch mal ein Kompliment machen. Du weißt so viele Details. Wie du dich vorbereitest, kenne ich keinen anderen Menschen auf der Welt. Warum mal bei dir Chapeau. Danke sehr. Deswegen macht es einen Riesenspaß, mit dir zu arbeiten. Für mich auch jedes Mal. Bei der Zipfel. Stucki, der bereitet sich nicht mal vor, nee, der weiß das. Der Hund hat das schon irgendwann mal gelesen, hat das gespeichert. Weißt du, halt wir. Weißt, der lebt das, ist halt wie wir. Ja. Da ist der Motorsport, das ist halt unser Leben. So ist es, oder? So ist ja, alles klar. Zack. Super. Tschüss. Ciao, ciao. Bis.